Seht hin, er ist allein im Garten. Er fürchtet sich in dieser Nacht, weil Qual und Sterben auf ihn warten und keiner seiner Freunde wacht. Seht hin, sie haben ihn gefunden, sie greifen ihn, er wehrt sich nicht. Dann führen sie ihn festgebunden dorthin, wo man sein Urteil spricht. Seht hin, wie sie ihn hart verklagen, man schlägt und spuckt ihm ins Gesicht und will von ihm nur Schlechtes sagen. Und keiner ist, der für ihn spricht. Als aber der Sabbat vorüber war, kamen früh am ersten Tage der Woche Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Der Engel aber sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Thank you.
Der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein geworden. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein geworden. Darum kommt zu Christus, dem lebendigen Stein, zu ihm, der von Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst auch euch als lebendige Steine zu einem lebendigen Haus, zu einer Gemeinschaft der Güte und Liebe aufbauen. Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Machet euch auf und werdet Licht, denn Gottes Licht kommt. Wer an ihn glaubt, geht nicht zugrunde. Euch gilt diese Ehre, Licht zu sein von Gottes Licht. Barmherzigkeit und Freundlichkeit durch Jesus Christus und Barmherzigkeit und liebendes Feuer durch Gottes heilige Geisteskraft. Du, mein Gott, gib mir Licht. Mache mich zu Licht. Setze Licht in mein Herz, Licht in meine Seele, Licht in meinen Geist, Licht in mein Bewusstsein, Licht in mein Denken, Licht in mein Tun. Mache mich zu deinem Licht. Macht euch auf und werdet Licht, denn euer Licht kommt. Wir sind dankbar für Gottes Licht in dieser Welt. Es soll gedeihen und blühen bei uns und durch uns. Gemeinsam sprechen wir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht dann in diesen Ostermorgen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.